auf die WBO-Weltmeisterschaft im Leichtgewicht über 12 Runden. Rufen wir zu uns in die blaue Ecke den Herausforderer Marty Jakubowski aus den USA. Und in die rote Ecke rufen wir den Weltmeister aus Hamburg, König Arthur Gregorian. Von ihren Plätzen die Nationalhymnen.
Boxsportfreunde, ich darf Ihnen die beiden Boxer vorstellen. In der blauen Ecke der Herausforderer. 60,8 Kilogramm schwer, 27 Jahre alt. Sein sagenhafter Kampfrekord, 98 Kämpfe, 96 Siege, davon 26 K.O. Er ist USBA-Champion. Seine beiden einzigen Niederlagen 1992 gegen den legendären Weltmeister Julio César Chávez und 1995 in einem BBC-WM-Fight gegen Miguel González. Wir begrüßen in der blauen Ecke den Herausforderer aus den USA, Marty the Wizard Jakubowski. Die rote Ecke, der Weltmeister. 29 Jahre alt, 61,1 Kilogramm schwer. 20 Kämpfe, 20 Siege, 13 davon durch K.O. 1994 wurde er internationaler deutscher Meister, 1995 BBO Intercontinental Champion. Sein Amateurrekord, sagenhafte 323 Kämpfe, davon 301 Siege. Er war Vize-Weltmeister 1991, viermal sortierter Meister und nahm an 18 internationalen Turnieren teil. Davon gewann er 13. Wir begrüßen aus Hamburg den Weltmeister König Arthur, Arthur Gregorian. Ich darf Ihnen die Betreuer vorstellen in der blauen Ecke, der Coach Mike Soria und der Manager Sean Gibbons. In der roten Ecke Fritz Zuneck, Ralf Bobicani, Thorsten Schmidt und Gagik Kastratian. Die Offiziellen dieses Kampfes, Aufsicht BBO. Supervisor Aldin Goodman, USA. Ringrichter Harold Gomez, USA. Punktrichter Luca Montella di Arola, Italien. Dr. Clark Sabatino, USA. José Sousa, Spanien. Technischer Leiter Peter Hanrath. Delegierter BDB Mario Hille. Zeitnehmer Hans-Detlef Barsch und Jan Goldenbaum. Ringärzte Dr. Bodo Eckmann und Dr. Thorsten Dollar. Jetzt, liebe Zuschauer, wissen Sie nahezu alles über die beiden Hauptkämpfer. Für Marty Jakubowski ist das heute der 9. Kampf im Jahre 96. Aber der hat schon mal 31 Kämpfe in einem Jahr gemacht. Das war 1993. Und Sie haben gehört, dass er gegen zwei ganz große verloren hat. Gegen Julio César Chávez, technischer Co. in der 6. Runde, und gegen den Miguel Angel González, der jetzt demnächst im Januar gegen Oscar de la Hoya boxt, da verlor er nach 12 Runden nach Punkten. Er ist ein, ja, in zehn Jahren, also hat angefangen mit 17, 96 Kämpfe gewonnen, 2 verloren. Er hat schon einige mehr, da sind aber einige so ein bisschen unklar gewesen, aber er ist so ein Reisefighter und ein cleverer Bursche. Mit 1,74 Meter ist er so etwa 6 cm größer als Arthur Gregorian, aber vielleicht macht ihm dessen Rechtsauslage einige Schwierigkeiten. Also Arthur Gregorian, der Rechtsausleger mit den goldenen Franzen an der Hose, den erkennen Sie leicht mit dem Streifen. Thank you.
Das ist ein Kampf, liebe Zuschauer. Das kann man schon voraussagen. Beide arbeiten mit hervorragenden Führungshänden. Der Ado Grigorian mit der rechten, wuchtig und schnell, der Amerikaner mit seiner linken Hand. Ja, hier in der Ecke bei Marti Jakubowski. Da kam die linke. Schnelle 1-2 Schläge von Ado. Dann nochmal die linke voll durch. In der Ecke bei dem Amerikaner. Das ist Sean Gibbons. Aber beide haben schnelle Hände. Da ist schon was drin. Hier, das ist da. Sean Gibbons. Dazu Jeff Raff, der Cutman. Und dann, wo ist der Bruder? Ja, der hilft auch. Der steht noch unten dabei, der Erik Jakubowski. Der weiß natürlich alles. Mit 98 Kämpfen in den Knochen. Zweite Runde. Ado Grigorian hat wie wild trainiert, 3 Monate lang, und er ist entschlossen, wie selten zuvor. Kommt jetzt Stimmung auf in der Sporthalle Wandsbek hier in Hamburg. Dieser Jakubowski versucht natürlich am Anfang immer wieder mal den Ado mit der rechten, der geraden rechten zu bekämpfen, da wie eben jetzt. Aber er weiß auch, dass man einen Restausleger mit einem guten linken Haken in Gefahr bringen kann. Denn rechts oben ist dieser Ado Grigorian offen. Schauen Sie hin. Und er war schon einmal in einem seiner Kämpfe am Boden auf einen linken Haken. Guter Kampf. Und diese zweite Runde war noch besser als die erste. Die haben beide was drauf. Das ist schon Weltklasse. Das ist eine echte Weltmeisterschaft. Und hier ist Fritz Dunek. Und dann konnte man einmal perfekt. Ja? Und jetzt noch Overstart mit. Und schön da. Und dahinter Ralf Boggiani, der Weltmeister im Großergewicht, im Leichtschwergewicht. Das wird in seiner bisherigen Karriere, in seinem 21. Kampf, der härteste Kampf für Arthur Grigorian. Dessen Frau zu Hause zuschaut, hat ja eine reizende Frau, Olga, die mit ihren Kindern, Arina, 6 Jahre alt, und Karina, 4 Jahre alt,
am Fernsehen sitzt und zuschaut bei DSF Plus. Beide relativ offen oben. Beide haben die Fäuste in der richtigen Haltung, liegen in Schulterhöhe. Da ist der meiste Druck dahinter. Und da versucht es mit dem linken Haken, der Jakubowski. Und Arthur mit dem rechten Haken, mit seiner Führungshand. Wollte ich schon sagen, die Runde, die geht an Grigorian, aber dann in den letzten 20 Sekunden, da holte Jakubowski auf mit Kombinationen. Also nach wie vor ein guter Kampf und eine offene Angelegenheit. Er schlägt vielleicht ein bisschen schneller in dieser dritten Runde, der Arthur Grigorian. Das war sein bester Treffer, der linke Haken. Ja, da sah es so aus, ich dachte, jetzt ist er vorn. Jetzt hat er sich nach vorn geboxt, aber da kommt Jakubowski auch nochmal. Ja. Wie immer, angesetzt der Fight auf 12 Runden. Eine Weltmeisterschaft der Version WBO, World Boxing Organization. Und Sie sollen noch wissen, wer da noch mit den Titel hält. Bei WBA, World Boxing Association, ist das Ozubek Nazarov, ein Russe, der in Japan lebt. Dann bei WBC, World Boxing Council, Jean-Baptiste Mendy. Und bei IBF, International Boxing Federation, ist es Holiday, ein Südafrikaner. Ja, das ist der Coach, Sean Gibbons. Im Übrigen
In der Weltrangliste steht Marty Jakubowski auf dem 18. Platz, aber nicht im Leichtgewicht, sondern im Halbweltergewicht. Da boxt er mehr als im Leichtgewicht. Und Grigorian ist im Leichtgewicht an 14. Stelle. Ah, er schlägt mehr, er macht mehr, er arbeitet. Die letzten Sekunden der vierten Runde. Ein bisschen habe ich so Sorge, wenn ich die linke Gesäßhälfte sehe. Da lässt er den Handschuh tief hängen, Gerdo Grigorian. Aber er möchte jetzt nach vier Runden ganz leicht vorne liegen. Und jetzt zum Körper gehen. Ja. Ein bisschen, Schöne, bisschen. So, ist alles okay. Ruhe in der Ecke. Dieser Fritz Dunek ist ja ein Meistertrainer, ein Meister der Taktik. Ja, bis jetzt läuft eigentlich alles planmäßig. Er hat die schnelleren Hände. Muss aufpassen. Muss auch den rechten Hand schon mal ein bisschen höher nehmen, damit der linke Haken von Jakubowski da oben nicht anschlägt. Er kam er durch. Das sind die Treffer, die gewertet werden müssen, wenn die Punktrichter. Der José Sousa aus Spanien, der Luca Montelatarola aus Italien und der Clark Sammartino aus den USA, wenn die die Augen richtig aufmachen. Der linke Haken, vor dem ich so ein bisschen Bammel habe, wenn ihn Jakubowski im Sprung schlägt. Aber er ist etwas langsamer geworden. Auch seine Schlagfrequenz ist niedriger geworden als in den ersten zwei, drei Runden. Da, Ralf Bogicani, der viel gearbeitet hat mit Arthur Grigorian, und er sagte vorher, er ist in der Top-Verfassung, er ist topfit, es ist der Kampf seines Lebens. Beide sind Boxer, beide sind Techniker und verzichten weitgehend auf eine kompakte Deckung. Sie sehen alle rechtzeitig. Ja.
Meter. Jetzt kommt König Arthur, so nennt man ihn hier in Hamburg, den Arthur Grigorian. Er schickt mehr Serien. Ja, trifft besser, kontert gut. Nochmal. Ah, das ist seine Runde. Klare Runde für Arthur Grigorian. So war das richtig. Ausweichen, vermeiden, kontern. Er wirkt frischer als Marty Jakubowski, der Fighter aus Chicago. Aber man muss es mal sehen. Er hat 87 angefangen als Profi. Da hat er 6-mal geboxt. 88 4-mal. 89 3-mal. Aber dann ging es los. 6-mal 90. 5-mal im Jahre 91. 13-mal im Jahre 92. Und dann dieser unglaubliche Rekord. 31 Kämpfe im Jahre 93. 13-mal 94. 9-mal 95. Und heute ist es der 9. Kampf im Jahre 1996. Macht ein bisschen viel. Und deswegen ist es kein Wunder, wenn Arthur Grigorian mit seinen 20 Kämpfen im Kreuz frischer, munterer aussieht. Klasse Kombinationen, 1-2 Schläge, rechts, links von Arthur Grigorian. Es scheint, er liegt auf der richtigen Linie und der Amerikaner lässt langsam etwas nach. War die härteste Runde, diese 6. Runde, aber auch sie geht an Arthur Grigorian. Aber er muss aufpassen, wenn er den Abtausch sucht, dass er nicht einmal einen Konter einfängt. Er sieht immer noch einigermaßen munter aus, Marty Jakubowski. Mit 27 Jahren, 2 Jahre jünger, aber hier, das sind Treffer, das sind Punkte. Für Arthur Grigorian, der ja auch
für seine Heimat kämpft. Er besteht ja drauf und sagt, ich bin Armenier. Aber Sie wissen ja, Armenien, dieses Volk ist verstreut. Und das ist in Usbekistan, das in der Türkei, überall gibt es Armenier. Und der Ministerpräsident Usbekistans hat ihm nach seiner ersten Titelverteidigung in Berlin ein Auto geschenkt. Und als hier die Hymne vorüber war, da hat er den Fahnenzipfel geküsst, der Ado Grigorian, Heimat verbunden. Ja, ominöse siebte Runde. Er trifft immer noch öfter. Grigorian. Er ist frischer, er ist munter. Wenn hier die Kondition entscheidet, dann ist das eine klare Sache für den Titelverteidiger. Ja? Jakubowski beschränkt sich ein bisschen auf Einzeltreffer. Und man muss ja wissen, das hört sich so an, 20 Profikämpfe bei ihm bisher, bei Ado Grigorian und 98 bei seinem Gegner. Aber, da kommen ja noch 323 Kämpfe als Amateur dazu. Er bestreitet also heute seinen 344. Kampf, der Hamburger. Und hier ist schon ein bisschen Resignation im Gesicht. Er kommt gegen dieses fantastische Konzept von Grigorian nicht so recht in Fahrt, der Jakubowski. Ja, es sind klare Treffer. Und die Runde hat er wieder ganz klar gewonnen, der Weltmeister. Ja, ganz ruhig Fritz Dunek, der Mann, der ihn schon zum Weltmeistertitel steuerte. Er braucht nur so weitermachen. Achte Runde. Was kann da noch geschehen? Natürlich immer noch mal ein Treffer, ein Schlag. Ein Lucky Punch und dann ist alles umgedreht. Aber good, good. Do some cover.
Da sind nur noch wenig Einfälle bei Marti Jakubowski. Diese Vielfalt, diese Beweglichkeit am Anfang, die ist weg. Nun, da kommt die Linke. Runde für Runde zieht Arthur Grigorian hier seinem Gegner einen Zahn nach dem anderen. Immer öfter. Und den linken Handschuh hat er auch dann bereit, wenn die rechte von Jakubowski kommt, die langsamer kommt, die er zu erkennen ist, im Ansatz. Aus dem so fröhlichen Gesicht von Marti Jakubowski ist aller Optimismus herausgeschlagen worden. Für Arthur Grigorian. Und es sind knappe 3000 Zuschauer, die hier begeistert jubeln. Dieser Fight entschädigt für alles andere. Da sehen Sie Regina Halmich links mit ihrem Freund. Oben drüber. Zum zweiten Mal. Erst deine linke Hand oben zurück. Dem St. Pauli Fußballer Driller. Und was sagt er? Ja, eigentlich alles okay. Er muss nur ab und zu aufpassen, aber er sieht den Rechtshänder immer besser, immer früher. Den Marti Jakubowski gelegentlich noch mal loslässt. Und er braucht seine Fäuste zur Deckung, um die Kombinationen des Weltmeisters einigermaßen abzublocken. Da kommt die Linke immer wieder und immer wieder voll durch. Ruhig weitermachen. Kein unnötiges Risiko eingehen. Weiter ausweichen, vermeiden. Das kann er, hat die schnelleren Fäuste. Jakubowski wackelt ein bisschen. Er ist offen, der Amerikaner. Die Fäuste hängen unten. Ja, jetzt könnte. Jetzt müsste Arthur nachsetzen. Ja.
aber er braucht kein Risiko eingehen. Er braucht nur so weiter zu boxen. Ja, Jakubowski wie ein Fisch, der angebissen hat, der an der Angel hängt. Gut auch in der Ecke des Hamburgers die Einteilung. Nicht? Da war deutlich zu sehen, es geht immer noch mal 3 Runden weiter. Also aufpassen, der Zwirn muss bis dahin reichen, bis in Runde 12, wenn es sein muss. Ja, sehen Sie, der Zeigefinger von Fritz Zunig. Pass auf. Ja, und versuch mal, ja, schlag deine Rechte, schlag deinen Jab. Und komme dann mal zum Körper durch. Mach ihn müder. Er ist schon müde. Ich sag's ja, wie ein Fisch an der Angel, den man so langsam herandrillt. Seconds out. Finish bei Runde 10. Seconds, man, go. Seconds out. Ja, und nur noch Augen für die Abwehr bei Marti Jakubowski. 10. Runde. Wenn es über die volle Distanz geht, die 3. letzte Runde. Muss ihn nicht ausnocken, diesen 10 Burschen, der nur einmal vorzeitig aufgeben musste wegen einer Verletzung gegen Julio César Chávez 1992 in der 6. Runde und gegen den Weltmeister im Leichtgewicht, gegen Miguel Ángel González, über 12 Runden ging. Und das ist ein harter Schläger, der Mexikaner. Also er muss hier keine unnötigen Kraftanstrengungen machen oder Risiken eingehen. Der Arthur Grigorian, er kann so weiterboxen. Er dominiert. Ja, jetzt kam die linke Mal in Richtung Körper. Und sofort lässt Jakubowski den rechten Ellbogen ein bisschen tiefer hängen, um die Leber zu schützen. Nochmal, Solar Plexus, der linke Haken, Körpermitte. Ja, er beherrscht ihn, er weicht aus. Arthur Grigorian diktiert das Tempo, das Geschehen. Jakubowski macht den Anschein, als ob er den Abtausch sucht. Da, Regina Halmich, die Weltmeisterin. Sie hat mit Arthur Grigorian immer wieder mal zusammengearbeitet. Gespannt. Ja.
gegen Ende der Runde. Da kommt der Weltmeister. Und da hat er aufgeholt. Die Runde war offen bis dahin. Jetzt hat er sie gewonnen. Hat nach meiner Rechnung einen Vorsprung von Nasu etwa 3, 5, 6. 6 Punkte mindestens. Vielleicht sogar 7. Ja, er schüttelt den Kopf. Er kommt nicht zurecht mit diesem schnellen Mann, mit diesem großartigen Techniker. Ja. Wenn du die Kraft hast, wenn du nochmal fighten kannst, dann kannst du ihn vielleicht aus dem Rhythmus bringen, aber er hat ja auch schon jetzt 10 Runden in den Knochen, der Artur Jakubowski. Das waren die Treffer wieder. Klare Treffer. Die vorletzte Runde eines großartigen Titelfights. Er braucht nur so weiter zu boxen. Führungshände. Ja, wo ist die schnelle linke Hand von Jakubowski? Die waren nur 2-3 Runden da. Ja, klare Treffer. Und der Amerikaner ist mitgenommen. Beeindruckt. Er weiß mit einem Rechtsausleger, der boxen kann, der nicht nur ein Linksschläger ist, da weiß er nichts mit anzufangen. Ja, kaum noch Attacken von Jakubowski. Und der Hamburger diktiert den Fight weiter. Er will es doch wissen. Ja, er möchte ihn gerne entscheiden schlagen. Das hat noch keiner fertig gebracht. Da war die Linke wieder mal am Körper. Und schon zieht Jakubowski die Deckung nach unten und da kann er ihn oben treffen. Das Trefferverhältnis in dieser Runde auch ganz klar für Artur Grigoryan etwa 16-3. Klare Treffer. Der Vorsprung wird immer größer. Er kann den Fight nur noch durch Knockout verlieren und so clever ist er wohl. Der 29-jährige Artur Grigoryan, dass er über die letzten 3 Minuten kommt, ohne noch einmal in Gefahr zu geraten. Aber das ist schon eine unerwartete Demontage dieses erfahrenen Mahdi Jakubowskis, mit dem viele, viele Boxer ihre Probleme hatten. Und der hier eindeutig von Artur Grigoryan beherrscht wurde. Was mit der Achtung?
die letzte Runde. Ein großer Kampf. Begeistert. Arthur hat sich heute endgültig in die Herzen der Hamburger Boxsportfreunde hineingeboxt. Eine großartige Leistung. Nochmal, da kommt die linke und die rechte und alles Treffer, alles Treffer. Jakubowski ist ein geschlagener Mann, aber er fightet, wenn es geht, irgendwie noch zurück, auch wenn er seine Fäuste braucht, um die Schlagserien von Gregorian abzublocken. Die letzte knappe Minute, dreiviertel Minute. Und es sind die Körpertreffer, nicht die Treffer oben an den Kopf, die Körpertreffer, die Jakubowski am meisten zu schaffen machen. Oh wei, jetzt ist er mitgenommen, jetzt muss der Ringrichter schon ein bisschen aufpassen. So gewinnt ein Weltmeister. Und da wackelt er. Und aus. Ein großer Fight. Und ein überglücklicher Arthur Gregorian. In seinem 21. Kampf. Nicht nur sein 21. Sieg, sondern sein bisher größter Erfolg. Keine Frage. Und jetzt wird er weiter nach vorn kommen in der Weltrangliste. Jakubowski wird jetzt in Amerika erzählen können, da gibt es in Deutschland einen Rechtsausleger, der Boxen nicht nur schlagen kann. Da war der Trost von Bruder Erik bei Jakubowski und hier natürlich zufriedene Gesichter in der Ecke bei Ralf Rokicani, bei Fritz Dunek, bei Peter Hanrath dahinter, der technische Leiter. Na, das war schon etwas. Und dieser Kampf hat den ganzen Kampfabend in das richtige Licht gerückt. Eine große Veranstaltung, auch wenn es dabei eben ein paar, weil es ja schwer ist, passende Gegner zu finden für die Schwergewichtler, die Klitschkos und Weber. Aber das hier hat alles aus dem Feuer gerissen. Und da war er zum Schluss noch mal ganz groß da. Was hat er für eine Bombenkondition? Ein grundsolider Bursche, ein verbissener, eifriger Boxer, der sich intensiv auf alles, was da kommt, vorbereitet. Solide wie nur etwas, das war der Ausrutscher, vom eigenen Schwung mitgerissen. Und noch mal, die klaren Trepper. Also, bei mir sind das jetzt schon, naja, 3, 6, 8, 8, vielleicht 9 Punkte Vorsprung. Erste Runde offen, zweite vielleicht auch noch.
Dritte, naja. Aber dann war er ganz davon. Auf der vierten Runde hat Arthur Grigorian den Kampf in den Fäusten gehabt, den Gegner beherrscht. Die Schnelligkeit ist es und besonders die variable rechte Führungshand, die nicht nur zum Führen, sondern auch zum Schlagen benutzt wird und eingesetzt wird von Arthur. Meine Damen und Herren, ihr Boxsportfreunde, glauben Sie mit mir einer Meinung, wir haben einen riesigen Kampf gesehen und so sollte für beide Boxer jetzt Ihr Applaus sein. Und jetzt folgen die Wertungen. Ringrichter Luca Montella de Arola, Arthur Grigorian 119, Marty Jakubowski 109. Dr. Clark Samasino, Arthur Grigorian 119, Marty Jakubowski 109. Also, da habe ich richtig mitgepunktet. 9 oder 10 Runden für. Und damit einstimmiger Sieger nach Punkten. Für Grigorian, also klare Sache. Alter und neuer Weltmeister aus Hamburg, Arthur Grigorian! Bravo, Arthur Grigorian. Ein großer, ein verdienter Sieger und ein guter Gegner. Und gerade ist eine Spende eingegangen. Gerade im Steuerhahn von Corner 57, 500 Mark. Herzlichen Glückwunsch, König Arthur. War ein großartiger Kampf wieder mal. Du warst auch bestens vorbereitet. Ja, das ist mein dritter Weltmeisterschaftskampf. Und jetzt zweite Mal Titelverteidigung. Und immer gut Vorbereitung machen mit gut Sparringspartner. 3, 4, 5 mit Sparringspartner. Die Kondition war wirklich blendend. Aber zum Schluss, du wolltest ihn ausnocken. Ja, was noch keinem vorher gelungen ist, ihn mal auszunocken, das wolltest du unbedingt. Das hat man gesehen in der 12. Runde. Ja. Ihn arbeiten mit Fritz Dunek, denke Condition kein Problem. Gut, Fritz, der beste Trainer, wird jetzt zusammen mit uns analysieren, wie denn die Runden so abgelaufen sind. Wir fangen an mit Runde 4. Fritz? Ich meine, Arthur war von Anbeginn Kampf bestimmend mit seiner Führungshand, hat immer wieder klar getroffen. Ich muss erstmal dem Marty Jakubowski ein ganz großes Lob zollen, was der für eine Leistung geboten hat. Ich meine, das sieht man gesehen, dass er sehr gut vorbereitet war, dass er nicht als Ersatzgegner in dem Sinne hergekommen ist, sondern dass er hier gewinnen wollte. Und man sieht, dass Arthur aus der langen Distanz, obwohl er ein bisschen kleiner ist, immer wieder mit ganz klaren Händen sehr gut gearbeitet hat und getroffen hat. Plus nach wie vor, wir müssen noch mehr an der Durchschlagskraft arbeiten. Er müsste ihn ausnocken bei so einem klaren Treffer. Da sind wir in der Runde 6 erstmal hier. Ja, aber das war noch so ein Spezialschlag, den er bringen sollte, wenn Marty die rechte Hand bringt, dass Arthur drüber crosst. Das war eine sehr harte Runde, die sechste Runde dann. Vor allen Dingen im Finish hat er dann aber gezeigt, dass er eigentlich die bessere Schlaghand hat. So ist es. Und ich meine, das wurde ja immer wieder gefördert zum Körper. Wenn sie kam, war es okay. Aber es ist natürlich eine Gefahr, gegen so einen schlagstarken Mann gleich zum Körper zu gehen. Da haut er selbst mit seiner rechten Hand drüber. Ja, das hat er vor allen Dingen versucht. Also er wollte den Körper bearbeiten. Und darum sollte Arthur in zweiter Absicht, also im zweiten Angriff, erst zum Körper gehen. Und das hat er nachher auch ein paar Mal sehr gut gemacht. Ja, das sehen wir jetzt hier in Runde 9. Ja, das war oben zum Kopf. Das geht drüber. Da hätte schon Aufwärtshaken kommen müssen oder können. Aber das stand er natürlich noch nicht sicher genug. Aber Bratan, gut arbeiten. Ja, wieder eine sehr schöne lange rechte, linke Cross über die rechte Hand drüber. Je länger der Kampf dauerte, desto dominanter wurde Arthur. Ja. Ich meine, das war von Anbeginn ein ganz spannender Kampf. Ich meine, Arthur hat keine Runde abgegeben. Wenn er einen Unentschieden mal gegeben hat, okay. Aber ansonsten, wie klar er mal wieder getroffen hat. Wie gesagt, aber die Durchschlagskraft fehlt eben. Da müsste noch mal ein genauer Punch kommen, dass er sicher steht. Und dann würde auch ein K.O. drin sein. Hier war es fast so weit in der 12. Runde. Da hervorragend. Ne? Es waren gewisse Parallelen zum Kampf gegen Rivera da. Ja, muss man sagen. Da war die 12. Runde auch noch mal so spannend. Bloß da hat Arthur gesessen, deswegen ist es keine Parallele. Hier ist er aber ausgerutscht. Letztes Mal war er ein bisschen gestolpert. Richtig stehen, ja. Okay, was passiert jetzt?
Arthur, Urlaub. Jetzt ein bisschen Urlaub, gehen zu Hause, Usbekistan. Hier kommen drei usbekische Leute. Habe ich gesehen, die haben auch eine Filmkamera dabei, die haben dich auch gefilmt. Kamera kommt, ein Vize-Premierminister kommt auf Usbekistan Sport. Das war mir gut, viele armenische Leute, russische und natürlich deutsche. Okay, wir freuen uns mit. Und wie gesagt, immer wenn du bisher gekämpft hast, waren wir begeistert. Dankeschön nochmal. Wenn Sie nochmal begeistert sein wollen, beziehungsweise wenn Sie den Kampf nochmal sehen wollen, haben Sie Gelegenheit dazu im DSF. Wir haben die nackten Zahlen mal zusammengestellt. Da sehen wir es, 15 Siege, davon 10 K.O.s, aber halt diese eine Niederlage. Ist das so wie in einem Lebenslauf, wenn man mal sitzen geblieben ist in der Schule oder sowas? Ist das was einen Boxer unheimlich wurmt? Zum einen das, zum anderen kann es auch sehr, sehr helfend sein, wenn es zum richtigen Moment gekommen ist. Und ich glaube, es war zum richtigen Moment. Im Nachhinein kann man dann sehr viel klüger sein und ich hoffe, dass er das anpacken kann und die Erfahrung aus diesem Kampf, sprich ja, aus dieser Niederlage mitnehmen kann. Okay, wollen wir uns jetzt mal mit dem Gegner beschäftigen, mit Jason Nicholson. Ich habe es Ihnen vorhin gesagt,